Und dann geht's weiter mit Ostriff. So, wir gucken uns jetzt mal die Kühe an, ob wir wieder ein paar Kühe schlachten können. Wir sind hier bei 17, na, 4 Ochsen. Aber gesagt, 4 Ochsen bleibt, dann werden wir die protecten hier. Das heißt, da haben wir nichts. Hier drüben haben wir 19 und 1, 2, 3, 4. Oh Gott! Die können wir alle schlachten. Die nehmen wir alle raus hier. Beziehungsweise hier. Ah, Moment. Den jüngsten lassen wir, den protecten wir. Und dafür hauen wir hier hinten den Bullen raus. Zack. Der wird geschlachtet. Dann haben wir hier noch eine 4-jährige Kuh. Die können wir auch gleich mit schlachten. Dann haben wir wieder ein bisschen Nachschub fürs Schlachthaus. Wenn du Beef sehen willst, bevor es in der Pfanne gelandet ist, brauchst du sehr viele Kühe. Mit Eiern und Hähnchen ist das auch so. Ja, ich habe es befürchtet. ich bin mir halt nicht sicher, ob wir halt wirklich noch eine Kuhfarm machen sollten, wo wir den Fokus nicht darauf legen, dass diese Kühe Milch produzieren, sondern eigentlich nur darauf, dass sie sterben. Oh Gott, ich traue mich gar nicht, das zu sagen. dass wir sie am Ende des Tages wirklich zu Fleisch verarbeiten. Shadow Empires, das ist auch was mit Aufbauen. ja, so gesehen. ja, das stimmt, das ist richtig. ich dachte dann aber eher an Aufbauspiele, die so in Richtung Workers and Resources oder Ostriff gehen. Aber wenn ihr das gerne sehen wollt, dann kann man auch gerne das nochmal reinschieben. Ja, gab es in letzter Zeit ein paar coole Updates. So, also Schweinefarm, da kümmern wir uns jetzt mal drum. Die Frage ist, was wollt ihr lieber sehen? Schweine oder Hühnchen? Sag mal, wir haben hier hinten noch genug Platz, noch was zu machen. Obwohl wir uns überlegen sollten, doch, das machen wir hier. Und hier hinten würde ich gerne, das können wir als erstes machen. Der Weg, obwohl der Weg hierhin ist genug, es ist relativ weit. Was ich gerne machen würde, ist nochmal ein paar Häuser bauen, aber ausschließlich Häuser. Ich würde sagen, das machen wir tatsächlich hier vorne. Wir müssen ja bei Häusern auf jeden Fall immer ein bisschen am Mann bleiben, dass wir da mitbauen. Das heißt, wir gucken mal, dass wir hier normale Häuser bauen. Normale, ganz normale Village-Häuser. Die setzen wir dahin. Und dann setzen wir hier 4 Stück hin. Zack. Dass die hier schön wie die Hühner auf der Stange wohnen. Zack. So, dann kommt hier nochmal ein kleiner Zaun drumrum. Lass das mit den Schweinen, die verhungern. Okay. Wenn die Schweine verhungern, dann lassen wir das. Also wir wollen ja hier... das wollen wir ja nicht, muss man ja sagen. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns doch eher um Hühnchen. Dann machen wir Hühnchen als nächstes. So. Dann setzen wir da nochmal ein paar Bänkchen hin. Nein, es ist schief. Nee, die reißen wir nochmal. Geht ja gar nicht. Also schiefe Häuser. Nee. Also da. Nee, das machen wir nicht. Jetzt, da bin ich wieder bei diesem Blueprint-Mode. Ist das halbwegs gerade? Ein bisschen weiter nach hinten noch, ne? Ich glaube, so könnte es passen. Ah, es ist immer noch schief. Okay, noch ein Versuch. Wahrscheinlich so. Ja, jetzt haben wir keinen Eingang, aber so sieht es schon mal ganz gut aus. So, dann noch ein Haus hierhin. Und
das passt von der Höhe. Und dann ungefähr nach da. Ja, das sieht schon besser aus. Wie wäre es mit Jurassic World Evolution? Oh, das ist überhaupt nicht mein Spiel. ich habe das Spiel. Das ist aber tatsächlich überhaupt nicht meins. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Man könnte die Alternative anbieten. Oh nein, es ist... Oh Gott, es ist schon wieder jemand gestorben. Also, puh, das ist natürlich... Das finde ich immer ist ein harter Moment. Vor allen Dingen, dass wir wirklich diesen Grabstein setzen müssen. Und dann lasst uns mal einen Moment innehalten. Und wir gucken mal, wer es ist. In unserem Waldfriedhof haben wir begraben den die gute Damir. 1645 bis 1731. Ein wunderschönes Alter, wie ich finde. Trotzdem zu früh von uns gegangen. Vielen Dank, dass du zu uns gezogen bist und in unserem wunderschönen Dörfchen gestorben bist. Dann lass uns mal weitermachen. So, Firewood. Einmal Kontrolle zum Thema Firewood. Wir haben ja Warenhäuser gebaut. Da ist ein bisschen was drin. Okay. Ich würde tatsächlich sagen, wir erhöhen das mal auf 5000. Das sieht ja doch relativ gut aus, dass wir da ein bisschen Reserve haben. Oder Planet Zoo. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Wenn euch das interessiert, kann man das gerne mal machen. Wie sieht's denn aus, ihr Lieben? Frage an die anderen. Planet Zoo als Nachfolger von Ostriff. Ich meine, ich möchte auch was spielen, was euch gefällt. Also mir würde Planet Zoo sehr gefallen. Ich finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ist auch, denke ich, ein schönes Spiel, um gemütlich an einem Sonntagabend ein bisschen in Ruhe zu bauen, sich ein paar schöne Tiere anzugucken mit einer First-Person-Ansicht. Übrigens, da kann man sich die Tiere wunderbar ansehen. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit tatsächlich. So, hier wird gebaut. Ach Gott, ist das toll. Sieht das hübsch aus. Oh, ist das schick. Ich bin schon so gespannt, wenn das Ding hier in der Mitte fertig ist. Haben wir... Hier fehlt ein Haus. Hallo? Habe ich... Wo ist das Haus hin? Habe ich das abgerissen? Nee, doch, oder? Wo ist das Haus hin? Da bitte. Dahin. Dahin. Jetzt bin ich ja ein bisschen baff. Da fehlt ein Haus. So, das setzen wir nach... Ah, das passt. Dort. Zack. Jetzt aber. Das ziehen wir auch ein bisschen vor. So. Lass einen kleinen Durchgang. Wir haben doch, wir haben hier vorne einen Durchgang. Ja, aber du hast recht, hier in die Richtung, ne? Sollten wir hier lassen? Ja, 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 ja. Ziggy, du hast völlig recht. Also, nochmal abreißen. Hier vorne sollten wir den lassen. Stimmt, du hast völlig recht. Ja. Abreißen. Ah, jetzt geht's. Okay. Dann bauen wir nochmal. Da hat was nicht funktioniert. Dann sehr cool. Dann gucken wir mal, dass wir das Spiel mal wieder zum Laufen kriegen. Ja, es ist live. Wunderbar. Ich hoffe, er hat ein entsprechendes Safe Game angelegt. Ich kann mir auch richtig gut vorstellen, wo er gerade abgestürzt ist. So, Autosave. 21.36 Uhr ist vor 2 Minuten. Sieht gut aus.
So, einmal gucken. Ja, wunderbar. Da sind wir am richtigen Moment angekommen. So, ihr wart live dabei. Das Spiel hat tatsächlich, es stürzt tatsächlich auch mal ab. Es ist eine Alpha-Version. Man hat es tatsächlich richtig gesehen, wie er sich hier aufgehängt hat. Er ist mit seinem Karren hier hingefahren, hat die Waren hier hingebracht, aber es gab gar kein Haus mehr. Und dann ist das, dann war es das. Dann, da hat er sich dann verhaspelt. Aber das ist ja nicht schlimm. Dann wissen wir das. Wir machen wieder weiter. Speichern sicherheitshalber mal ab. So. Und dann, zack, bauen wir ein neues Haus. Und dieses Mal mit Durchgang, sodass uns das gar nicht noch einmal passieren kann. Einmal daran bitte. Der da vorne hin, der bitte dahin. So. Und dann kommt das Haus. Über Abstürze kann ich ganze Gedichts... Echt? Also ich muss sagen, das ist für mich der zweite Absturz tatsächlich in diesem Spiel. Ich meine, ihr wart ja alle, oder die meisten live dabei. Also bei dem letzten Absturz auf jeden Fall. Das ist für mich tatsächlich erst der zweite Absturz hier. Ansonsten läuft es bisher ganz stabil. Aber gut, es ist halt wirklich, man muss halt sagen, es ist ein Indie-Entwickler, der das Spiel alleine entwickelt, glaube ich, so gesehen. Also man hat aber richtig gemerkt, ich meine, ich komme ja aus der Softwareentwicklung, dass das eben gerade so ein Spezialfall war, wo der Unit-Test anscheinend nicht angeschlagen hatte. Da wurde ein Haus abgerissen, aber er ist in irgendeine Verzweigung in der Software gegangen, wo er die Waren schon hingeliefert hat, aber das Haus wäre gar nicht mehr da. Und dann ist er an irgendeiner Stelle abgestürzt. Wahrscheinlich irgendein Array, was befüllt wurde, aber mit Waren befüllt wurde, aber nicht mehr ausgelesen werden konnte, weil das Haus gar nicht mehr da war. Irgendwie so eine Sache wird das gewesen sein. Wahrscheinlich keine komplizierte Sache, aber de facto ein Absturz. Aber Gott, über solche Sachen wollte ich eigentlich gar nicht reden. Da kümmere ich mich morgen schon genug drum. So. Sehr hübsch. Okay, wie sieht es mit unserer zweiten Siedlung aus? Was mir übrigens tatsächlich noch fehlt, sind Schilder. Ich würde gerne Schilder aufstellen. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Straßenschilder. Ich würde hier gerne Straßennamen geben. Ich würde gerne vor allen Dingen auch vielleicht Leute umbenennen nach euch. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Nee, leider nicht. Schade. Bei 700 wird das häufiger. Auch ohne, dass irgendwas passiert. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, genau. Das ist halt der Grund, warum ich tatsächlich auch bei 300 Schluss mache. Auch wenn ich das Spiel sehr, sehr, sehr gerne spiele. Es macht, glaube ich, für uns allen, es macht uns allen keinen Spaß, wenn wir bei 500 oder 700 Leuten das Spiel, also wenn das Spiel am Ende des Tages mehr abstürzt, als wir spielen. Das macht dann, glaube ich, auch keinen großen Sinn mehr. So, er hat immer noch kein Feuerholz. Was ist hier los? Da gibt es doch 4.500. Ich kann sich erzählen, dass ihr hier kein Feuerholz mehr habt. Da ist auch 100. Ja, dann rüber da. Was macht er? So, er ist da. Er ist am Arbeiten. Jetzt die Frage, was macht der gute Mischtlaff? Wir folgen ihm mal. Dem guten Mischtlaff. Da ist er. Bin ich mal gespannt, wo er hingeht. Going to work. Saltworks. Okay, du solltest dir vielleicht eher ein bisschen Feuerholz holen. Obwohl mitten im Juni vielleicht nicht. Sehen wir die Twitch-Nachrichten gar nicht. Doch, aber bei Twitch wird nichts geschrieben. Die Twitch-Zuschauer genießen dieses wunderschöne Spiel. Beziehungsweise, also ich muss ehrlich sein, ich weiß es nicht. Weil halt nichts geschrieben wird. der ist einen halben Kilometer vom Marktstand und wer der kauft kein Feuerholz, wenn der Stand so. Echt? Bei einem halben Kilometer. Woran erkennst du, dass er einen halben Kilometer weg ist?
Oder war das eine Schätzung? Die Frage ist ja jetzt, woran erkennen wir das? Woran erkennen wir, dass er sich hier kein Feuerholz kauft, weil es ihm zu weit zum Tragen ist? Weil dann müssten wir hier tatsächlich noch einen Marktstand mit Feuerholz hinsetzen. Denn alles andere, das Problem ist, alles andere hat er ja bekommen. Ich meine, ich kann ihm da... Wir machen das. Ich setze dem Typen dann noch einen Marktstand direkt vor die Nase. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn das das Problem ist... Wenn das Problem ist, setzen wir ihn, zack, da vorne noch einen hin und setzen hier einzig und allein Feuerholz rein. Zack. Ein Worker. Und dann soll er sich das da, drüben besorgen. Das ist überhaupt kein Thema. Okay, so. Ein Blick wieder in die Kühe. 17 von 20, passt. Und auch hier 18 von 20. Wir haben mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5 Ochsen. Der ist ein Jahr, Bullen, der ist ein Jahr alt. Den werden wir schlachten und dafür den hier hinten protecten. Ich habe gesagt, für mich so die Grenze sind 4 Bullen. Mehr möchte ich hier auf keinen Fall haben. Können wir auch mal ein bisschen schneller machen. So. Und da haben wir einen von Merefa. Merefa will immer nur... Ja, das bringt uns ja alles nichts. Chicken Eggs wollen sie haben. Ja, das ist das Nächste. Genau, Chicken Eggs, ihr Lieben. Das machen wir jetzt. Da kümmern wir uns jetzt drum. Ich würde tatsächlich sagen, auch unsere Produktion hier sieht erstmal ganz gut aus. Sunflower Oil 1000. Wow. Okay, das sieht ja ziemlich gut aus. Haben wir hier noch was drin? Nee. Wie sieht's hier aus? Auch 2000. Okay, dann können wir tatsächlich Sunflower Oil hier mal auf 500 erhöhen und können dem... Ach, die brauchen das gar nicht. Doch, da. Dann verticken wir mal 300 an die. Zack. Dass wir da ein bisschen was loswerden. Sunflowers haben wir keine. Wir haben das Öl aber für unsere Leute. Okay. Sehr gut. So. Eine Chicken Farm brauchen wir. Der Stab mit dem Feuerholz ist dann kurz über der Grenze, wo er noch einkaufen kann. Das kann sein, ja. Da würde ich mir aber jetzt, also da würde ich mir tatsächlich eine Anzeige für wünschen. Die Frage ist, wir können ja mal gucken. Jetzt hat er, stimmt, du hast recht. Jetzt hat er Feuerholz, ne? Wo er hier hinten hinkommt. Das heißt, wir müssten ihm tatsächlich Feuerholz, Milch, Dried Fish und Potatoes. Hat er davon irgendetwas? Nee, hat er nicht. Doch, Dried Fish. Er hat aber Dried Fish. Die Frage ist, warum hat... Weil er das da kriegen kann wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich hat er sich das hier direkt geholt. Kommt denn noch eine Pferde zur Zucht? Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es, dass wir noch so weit kommen. Also das, ich finde es komisch, weil er, guck mal, er hat Dried Fish, definitiv. Und den Dried Fish kann er entweder hier bekommen haben, da bin ich mir jetzt nicht sicher, oder halt hier gekauft haben. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, er hat jetzt Feuerholz, das hat er sich da gekauft. Wir können ja hier Potatoes auch noch mit reinschmeißen. Potatoes. Dann kann er da noch ein paar Kartoffeln kaufen, die er sich braten kann. Okay, so, jetzt kümmern wir uns aber erstmal um Chickens. Dass wir da auf jeden Fall weiterkommen. So. Das Haus wird gebaut. Wir haben noch ein paar Häuser hier drin in der Bauschlange. Das ziehen wir bitte mal vor. Das soll ja zuerst gebaut werden. Und dann ist aber die Frage, ob der hier ausreicht. Doch, die sollten ausreichen für alle, ne? Ja. Das heißt, wenn wir mehr Häuser bauen, dann brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Marktstände. Gut zu wissen. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir denn eine Chicken Farm? Dort. So. Och, die ist ja niedlich. Es gibt eine Warnung, dass kein Marktstand in der Nähe ist, aber wenn... Da Gemüse und kein Feuerholz gibt, ist es keine Warnung. Der Fisch, den Fisch holt er sich direkt beim Fischer. Naja, das habe ich mir auch gedacht. Ja, das dachte ich mir auch.
Genau. Jetzt die Frage, wo setzen wir unsere Chicken hin? Das könnten wir eventuell hier unten hinsetzen. Die Frage ist, brauchen die Platz oder reicht dieses eine Gebäude da aus? Da bin ich mir nicht sicher. Wir könnten das aber tatsächlich da vorne mit hinsetzen. Das fände ich gar nicht so schlecht. Ja. Da setzen wir es mit dran. Das ziehen wir bitte auch vor den ganzen anderen Gebäuden, dass wir ein paar Hühnchen sehen. Sehr gut. Wie sieht es mit den Leuten aus, die hier leben? Wir haben, wie bitte? 5 Leute, die nach einem Job suchen. Okay, 6 Leute. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem. Dann setzen wir mal bei den Warenhäusern, bei denen die wichtig sind. Da haben wir welche. Dann können wir da ja ein paar mehr Leute reinsetzen. Da haben wir 2, 2, 2. Dann setzen wir doch einfach bei dem Feuerholz noch einen rein. Da zum Beispiel. Da kommt noch einer mehr rein. Dann können wir beim Cardsheet noch einen mehr reinpacken. Das ist nur Supply for Construction. Und da bei dem Cardsheet, das machen wir voll. So, dann haben wir nur noch 2. Wie sieht es hier aus? Ah, da gibt es auch schon Probleme. Das ist interessant. Offen für Männer ist 12 und wir haben Looking for Job 3. Spannend. Also wir merken, 2 Leute haben keinen Bock zu arbeiten. Na gut. So, wie sieht es jetzt hier aus? Hat er jetzt auch Kartoffeln? Nee, ne? Aber zumindest Feuerholz, das ist gut. Es scheint also wirklich so zu sein, dass er hier echt kein Feuerholz bekommen hat. Das ist spannend. Wir können ja mal gucken, das seht ihr jetzt leider nicht bei den Info-Overlays, ob es hier irgendwas gibt. Problems. Es gibt Jobs bei der Forest Change, in Bildern sind frei. Warehouse und mit Laborern reicht einer, okay. Ich würde mir bei den Local Markets eventuell noch eine Reichweitenanzeige wünschen, aber okay. Gibt's leider nicht. Dann lassen wir die Overlays mal weg. Okay, gut. Wie sieht's denn mit unserer Chicken Farm aus? Ist am Bauen. Dann machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Und in der YouTube-Folge verabschiede ich mich mit dem Blick auf dieses wunderschöne Häuschen.